So, guten Morgen. Wir haben, wie spät haben wir jetzt? 9 Uhr? Also, ich zeige euch mal das Desaster. Ich habe hier kaum Platz. Bei der Sessel ist ganz vorne. Weil das hier alles so vollgestopft ist. Dann erklär mal, warum das so vollgestopft ist. Ich würde mein Knie immer drankommen, wenn sie bremst, so tschül meine Knie gegen dieses Teil. Meine liebste Cameron hat zu viel geshoppt. Ja, nee, weil gar nichts auf ihre Seite da, weil sie ist so ihre Seite, meine Seite total übertrieben. Von wem habe ich das denn? Ja, du übertreibst voll. Und hier ist der Krempelkofferraum. Bei mir ist auch kein Platz mehr. Du bist doch schon gesehen? In der kompletten Mitte. So. Wir haben jetzt die erste Klopause nach 5 Stunden oder so, ne? Boah, ich bin so müde. Ich habe die ganze Zeit geschlafen, mir fallen so die Augen zu. Aber ich habe gestern noch geparkt, die Brötchen gemacht. Duschen war ich gar nicht. Und da kannst du nicht, wenn du weißt, dass du am nächsten Tag fährst, dann kannst du nicht schlafen. Also, das geht nicht. Und bis ich eingeschlafen bin, habe ich vielleicht 1-2 Stündchen geschlafen. Und dann ging es auch wieder los. Dann habe ich was vergessen, dann nochmal durch die Wohnung geht, ob man wirklich alles hat, nochmal die restlichen Sachen einpacken. Oh mein Gott, aber ich ziehe mich jetzt um, mir ist zu heiß. Ich habe hier meine Sachen. Ich war clever. Ich bin schon wirklich, wenn ihr öfter verreist, werdet ihr zum Reisegenie. Und was habe ich mir hier eingepackt? Meine kurze Hose. So. Hast du die nicht direkt mitgenommen? Die direkt mitgenommen. Die kurze Hose aufs Klo. Habe ich vergessen. Siehst du dich jetzt hier um? Ja. Vor der Kamera. Ja, hier, die kurze Hose. Und ich habe noch irgendwo meine Latschen in der Tasche drin, die ziehe ich aber auch an. Ne, gerade, ne? In dem LKW, ne? Da hatten 2 Typen, ne? Keine Ahnung, ob die gut aussehend waren, ne? Ich stell die Kamera da auf. Und dann fuhrt sich so richtig laut, ihr habt das bestimmt gehört. Das ist so scheiße, weil ich so müde bin. Sehe ich mich auch hier oben, geht mir auch am Arsch vorbei, weil... Ganz ehrlich, ich zahle doch nicht nochmal 50 Cent, um mich umzuziehen. Das ist eh mein Geld gewesen. Von daher kann dir das doch egal sein. So, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Kannst du meine Mückenstiche hinten eincremen? Ich sehe nicht alle. Jetzt jucken die nämlich. Weißt du, die Mückenstiche, jetzt jucken die erst. Ich habe so ein geiles Zeug. Das hilft wirklich gegen Mückenstiche. Also müsst ihr, das hilft nicht den ganzen Tag, müsst ihr dann wiederholen, aber eigentlich für sehr lange. Das Beste, was ich bisher hatte. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Das ist auch fast leer. Hatte ich mal in einer Box drin. Also Hashtag Werbung, 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 Werbung. Das hier, das ist so ein Gel. Das heißt Ocetinisept-Gel. Das ist lindert Juckreiz, befeuchtet, schützt, beugt Infektionen vor, fördert die Wundheilung schmerzfrei. Das ist mega geil, das Gel hier. Macht euch mal einen Screenshot, wenn ihr wollt. Gegen Mückenstiche das Beste. Das ist fast leer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das juckt so, ne? Wieso habe ich in Polen immer angeschwollene Füße? Ich würde sagen, wegen der Wärme, aber... Bei uns ist auch warm. Da habe ich keine. Das ist ja gerade... Hast du keine geschwollenen Füße? Nein, nur einen geschwollenen Bauch. Sie hat einen geschwollen, nein, aufgeblähten Bauch. Ja. Aufgebläht und ich habe geschwollene Füße. Ich vertrage so gut. Boah, ey. Ja, die Drecksviecher, ne, wie die beißen. Wo muss ich denn gleich rausfahren? Da habe ich nicht da, dann, ne? So, ich zeig euch mal, wie eng das ist. Seht ihr das? Mein Knie ist genau hier. Es ist nicht Mimimi. Und wenn sie bremst, ist das richtig schlimm. So. Vielleicht sieht das jetzt nicht so schlimm aus, aber das ist echt nicht bequem auf so einer langen Strecke. Das wollte ich nur sagen.
Deswegen sitze ich immer so. Ja. Wow, da ist was Heißes. Oh mein Gott. Er kann aufgewärmt sein von der Sonne. Was ist hier unten? Sie haben das Award, Queen. Wir stehen jetzt im Stau. Oh mein Gott, und sie ist die ganze Zeit am Singen. Und dann versuche ich die Kamera zu machen, damit ihr sie singen hört. Dann hört sie immer wieder auf. Warum? Weil ich brauche Beschäftigung. Sie schläft hier die ganze Zeit. Und ich bin schon seit 7,5 Stunden am Fahren und habe noch 1,5 Stunden Fahrt vor mir. Und ich brauche Beschäftigung, weil im Stau muss man sich sehr doll konzentrieren. Und mir ist langweilig. Mir auch, es ist einfach so heiß in diesem Auto. 40 Grad. Steig aus und geh spazieren so lange. Ja klar, dann fährst du ohne mich. Oh mein Gott, das ist schon. Und ich glaube, das der letzte Vlog wird der langweiligste Vlog ever sein. Überhaupt nichts passiert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir hätte diesen Vlog, den allerletzten Vlog, sparen können. Schreibt mal in die Kommentare. Was sagst du noch? Merke, wenn du in Deutschland bist, also du merkst daran, dass du in Deutschland bist, wenn eine nach der anderen Baustellen kommen. Und wenn Stau ist. Ja, Stau hatten wir jetzt, guck mal, auf den letzten 1,5 Stunden. Wir hatten jetzt 4 Stunden keinen Stau. Bis später, tschüss. Das labert dir wieder zu viel. Ja, genau, sag die richtige. Oh mein Gott. Warte, ich will noch mal gucken. Ja. Es geht weiter, Leute. Okay, das reicht. Okay. Bitte nicht nachmachen. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren. Aber nicht für Erwachsene geeignet. Aua. Jetzt wenigstens frische Luft draußen. Aua. Ja, dann bleibt man draußen. Oh, die Leute gucken schon. Das ist mir egal, die sehe ich eh nie wieder. Ach, das ist dir egal. So, sehr verehrte Damen und Herren, Leslie hat Eis spendiert, aber es will sie auf meine Rechnung setzen. Ich habe das genommen, weil die hatten kein Fruchteis mehr, nichts mehr. Nur noch dieses Schoki-Vanille-Eis. Hab einen Nougat-Shop. Ey, das hat 2,50 Euro gekostet. Ey, die spinnen doch. Aber danke. Meins auch. Sehr nett. Aber 1 Euro Abzug wegen Toilettenbons. Ja, okay. Alleluia? Mega. Gut, ne? Kenne ja. Und mach auf die Innern. Abbeißen? Aber wir haben auf dem Hinweg gar kein Eis gegessen, ne? Weil die hatten dort auch nur dieses Vanilleeis, dieses Vollmilch. Wir wollten Fruchteis. Mückenstichen. Die sind riesig, ne? Echt, die sind riesig. Du darfst nicht so kratzen. Ich kratze nicht, aber es juckt. Was willst du machen bei dir? Alles nur, weil ich gestern im Wald spazieren war.
alle Sachglasse sein. Wir suchen noch einen Sponsor für unsere nächste Reise. Also, wer könnte denn unser Sponsor sein? Ein Millionär? Ja, außer er hat Geld. Oder Reiseveranstalter. Außer er hat Geld. Ja. Oder ein Reiseveranstalter. Wir tragen auch eure T-Shirts oder so. Und wir machen witzige Challenges auch sehr gerne. Wir machen alles, wir verkaufen uns billig fürs Geld. Warum sprichst du schon wieder von wir? Du, ich nicht. Nein. Komm, für ein gratis Urlaub? Würdest du nicht T-Shirt zum Sponsor tragen? T-Shirt, ja. Ja, also. Dann werden wir lustige Challenges noch machen. Das will ich auch machen. Zum Beispiel, wenn wir das mit Wasserbomben so bewerfen. Das wäre ja noch lustig. Wenn wir mit Wasserpistolen nass machen. Das wäre geil. Das ist bestimmt nicht im Gegend. Du musst ein Statement setzen. Wir Plus-Size-Frauen brauchen uns nicht zu schämen. Dann sind wir da. Aber wir sind erst um 3:30 losgefahren. Okay. Nein, ich wollte schon sagen, jetzt hängt sie wieder an ihrem Handy. Sauer Beata! Sauer Beata! Weil du kein Internet auf dem Handy hast. Da wird eh keiner schreiben. Würdest du eher mit dem Laptop hier stehen? Sauer Beata! So, hallo meine Lieben, wir sind wieder da. Genau. So, das war's. Wir waren, wann waren wir da? 3? 14, 3? Vor 4. Vor 4? Ach, vor 3. Vor 3. Ja, Leslie möchte sich nicht mehr zeigen. Ich bin vorher geschwitzt. Sie ist noch da, aber deswegen drehen wir jetzt die Abschlussszene. Und zwar, wir hoffen, euch haben die Polen-Vlogs gefallen. Und wenn sie euch gefallen haben, könnt ihr uns das zeigen, indem ihr abonniert, kommentiert und Daumen hoch. Genau. Video teilen, Glocke aktivieren und in der Infobox findet ihr alle Polen-Vlogs von 2015, 16, 17 und 18. Alle Playlists in der Infobox. Lasst uns Feedback da und die Klasse klingelt. Genau, und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr Interesse habt an weiteren normalen Vlogs nur mit mir oder ob ich erstmal eine Pause machen soll. Oder mit mir. Ja, aber du bist ja nie da. Dann kommen die Vlogs nur einmal in 3 Monaten, wenn sie noch immer dabei sein soll. Ja, lasst uns Feedback da und wir sagen bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüssi.